In diesem Video sprechen Dr. Wolfgang Schmidt und ich darüber, wie wir als Steuerberater Photovoltaikanlagen kaufen, um damit enorme Steuervorteile zu nutzen. Dazu gehört einerseits 7G, also Investitionsabzugsbeträge, dazu gehören Einbindung von Familienmitgliedern, dazu gehören Aufstockungsmodelle mit GmbH und Holdingstrukturen, dazu gehört Optimierung bei der Erbschaft und Schenkungssteuer und vieles mehr. All das jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf dem Steuern von Kapitalgesellschaften und die Gesellschafter dahinter beraten wir auch und die kaufen sehr häufig Photovoltaikanlagen. Und in diesem Video wollen Dr. Wolfgang Schmidt, er ist Steuerberater und ich, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin auch Steuerberater, einmal besprechen, wie machen das eigentlich Steuerberater. Bei Dr. Wolfgang Schmidt wurde die Photovoltaikanlage erst gestern geliefert und das nehmen wir als Anlass, heute einmal darüber zu sprechen. Womit spielen wir es mal durch? Kauf, Optimierung, genau, die einzelnen Übertragung. Phasen. Ja, man macht in der Regel ein Phasenmodell. Das heißt, fangen wir an mit dem Erwerb der Photovoltaikanlage. Und vielleicht gucken wir uns einfach eine Familienkonstellation an. Mhm. Ehefrau, noch ein Kind dazu. Ja, genau. Ja, so. Und diese Photovoltaikanlage ist erstmal, wenn sie jetzt von einem gekauft wird, ein Einzelunternehmen. Ja, mhm. Weil es ist ja gewerbliche Stromproduktion. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich da meine Photovoltaikanlage. Bisschen schöner. Ja. Ja, also, und die Photovoltaikanlage, die unterliegt der Gewerbesteuer. In einem Einzelunternehmen auch der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer ist anrechenbar im Rahmen der Einkommensteuer. Das ist also, ich sage mal, der Standardfall. So, bei mehreren Personen ist es zweckmäßig, das Ganze jetzt über eine Personengesellschaft zu bündeln. Mhm. Ja, das heißt, ich habe also gegebenenfalls dann drei Gesellschafter und eine Personengesellschaft, die darum wiederum die Anlage kauft. Und zum Beispiel, GbR. GbR oder KG. Mhm. Und dann im Grunde genommen als Betreiber den Strom vermarktet. So, ja. Wie funktioniert das? Das funktioniert im Grunde genommen wie drei getrennte Einzelunternehmen, nur in einer gebündelten Personengesellschaft. Das heißt, jeder der drei beteiligten Personen ist als Gesellschafter in Abhängigkeit von der Beteiligungsquote Träger der zu versteuernden Einkünfte. Verstanden. Ich kann natürlich den Freibetrag meiner Kinder mitnutzen, wenn die noch in der Ausbildung sind oder sie studieren oder ähnliches. Im Idealfall beteilige ich die schon mit 0 Jahren. Dann haben die so 20, 25 Jahre, wo sie keine Steuern zahlen, wo ich also schon mal per se 10.000 Euro steuerfrei habe und bis 50.000 Euro einen Steuersatz nutzen kann pro Kind, der niedriger ist als der von mir. Beim Kauf ganz wichtig, bevor ich die vor allem kaufe, muss ich ein Jahr vorher einen Investitionsabzugsbetrag bilden. Ja, also das macht hier vielleicht noch Sinn, weil dieser Investitionsabzugsbetrag kann dann bis zu einer Höhe von 200.000 Euro in der Bilanz der GbR steuermindernd. Ja, das § 7G Einkommensteuergesetz. Abgezogen, Bis zu 200.000 Euro. Ja. Für wie viel muss ich die Photovoltaikanlage dann mindestens kaufen, damit ich die 200.000 komplett ausschöpfen kann? Also vom Nettopreis können dann 50% abgezogen werden. Das heißt, der Kaufpreis der PV-Anlage wäre dann 400.000 Euro netto. Und die kann ich komplett in einem Jahr komplett abziehen? Genau. Wenn ich jetzt drei Gesellschafter habe, teilt er sich auf? Ja, genau. Das heißt, wenn ich jetzt im Grunde genommen das Ganze mal drei multiplizieren will, dann brauche ich drei verschiedene KGs oder GbRs. Das funktioniert also auch, wenn ich jetzt einfach mehrere KGs hier positioniere, kann ich bei jeder 200.000 Euro Abzug bringen. Ja, das heißt, es multipliziert sich, weil ja jede GbR auch eine Betriebsstätte ist. Ja, wenn die Photovoltaikanlagen physisch getrennt sind, ist das ein eigener Gewerbebetrieb. Okay, dann habe ich die gekauft für, ich mache jetzt mal 1 Million Euro, die Photovoltaikanlage, und über die Zeit, Zeitablauf, schreibe ich die ab. Nach wie vielen Jahren ist die Photovoltaikanlage abgeschlossen? Grundsätzlich nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren. Vielleicht steigt der Wert eher selten, vielleicht sinkt er schneller, vielleicht sinkt er genauso, wie die Abschreibung ist. Was ist so die Praxis und wie kann man den Differenzwert nutzen? So, jetzt wird es spannend. Also im Grunde genommen schreibe ich nach der heutigen Marktlage schneller ab als der Wertverzehr, weil die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer einer PV-Anlage ungefähr 30 Jahre ist. Mhm. Das heißt, ich dürfte eigentlich nur 3,3% abschreiben, aber mit 5% liege ich da schon drüber. Und ich habe natürlich auch noch den IAB,
den Investitionsabzugsbetrag und gegebenenfalls noch eine Sonderabschreibung nach 7G in Höhe von 20%. Genau, nach § 7G Absatz 5 kann ich nur zusätzlich 20% sofort abschreiben zu diesen 50%, wobei beides sich kombiniert, das muss man ein bisschen anders rechnen. Das heißt, am Anfang kann ich super viel abschreiben und danach verteilt es sich dann auf 20 Jahre. Das heißt, ich habe immer eine Differenz zwischen Verkehrswert und meinem gedanklichen Buchwert. Ja, und zurzeit, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der Energiekrise, haben diese Photovoltaikanlagen stark an Wert zugelegt. Ja. Mhm. Und wie kann ich es jetzt nutzen und die Differenz hier irgendwie nochmal als Steuervorteil generieren? Genau, und jetzt komme ich im Grunde genommen in diese Differenz rein zwischen Verkehrswert und Buchwert. Und diese Differenz kann ich jetzt bei Personen, die das 55. Lebensjahr erreicht haben, im Rahmen der ermäßigten Besteuerung nach § 34 Einkommensteuergesetz nutzen. Mhm. Das heißt, ich kann also maximal pro Person 5 Millionen Euro stille Reserve zu einem ermäßigten Steuersatz von ungefähr 25% aufdecken. Gut, das heißt, die Differenz hier bis zu 5 Millionen, das ist schon ein ganzer Batzen, kann ich aufdecken. Gehe ich zum Finanzamt, stelle einen Antrag dafür? Genau, ich muss also im Grunde genommen sagen, für diesen Fall habe ich eine ermäßigte Besteuerung und ich möchte einmal im Leben, so ist das Gesetz, sagt das Gesetz, kann ich diesen ermäßigten Besteuerungssatz dann in Anspruch nehmen. Es gibt verschiedene Modelle. Er kann an die Frau verkaufen, die Frau kann an ihn verkaufen. Es können aber auch beide an die Tochter und den Sohn verkaufen. All das sind Veräußerungsvorgänge, die dazu führen, dass er einmal die Differenz, der Verkäufer, einmal versteuern muss und dann quasi nicht seinen persönlichen Steuersatz von 45% zahlen muss, sondern, wir haben es ausgerechnet, von ungefähr 25% Steuern zahlen muss. Ja, und er könnte auch an eine GmbH verkaufen, an der er wiederum beteiligt ist. Das ist dann ein sogenannter Verkauf an sich selber. Ja, das heißt, Sie gründen hier eine GmbH oder wandeln die GbR-KG über einen Formwechsel um in eine GmbH. Auf jeden Fall am Ende des Tages muss ich in der Struktur einer GmbH sein. Und dann mache ich das aber nicht zu Buchwerten, sondern zum, ich sag mal, Verkehrswert. Verkehrswert. Und das geht auch wie ein Verkauf, wenn ich jetzt nichts in der Familie noch nicht übertragen möchte, wenn ich noch nicht so weit bin. Genau. So, dann habe ich auch diese Stellenreserven gehoben und schreibe sie natürlich zum vollen Steuersatz ab, also mit 30% ab. Und ich kann die Kaufpreisforderung natürlich auch steuerfrei tilgen. Ja, kann denn der Käufer, sei es jetzt die GmbH oder meine Frau oder meine Kinder, wieder den 7G mit 50% in Anspruch nehmen, den 7G Absatz 5 mit 20% in Anspruch nehmen, sodass ich quasi im ersten Jahr schon richtig wieder deutlich abschreibe? Theoretisch, ja. Das geht auch wieder theoretisch. Ja. Und ich muss nur 25% zahlen und mein Kind oder meine Frau hat schon per se auf die Hälfte des Kaufpreises wieder 50%, also mit Einkommensteuern, Soli an allem drum und dran, ne? Kirchensteuer, wieder 50% Steuern gespielt. Und wenn ich das Ganze jetzt noch weiter optimieren will, dann kann ich auch die Erbschaftssteuer. Ja, vierte Modell jetzt hier. Optimieren, das heißt, ich betrage dann im Grunde um die GmbH-Anteile oder auch die GbR-Anteile, KG-Anteile, erbschaftssteuerlich privilegiert nach § 13a, 13b an die nachfolgende Generation. Weil § 13a und 13b im Erbschaftssteuergesetz sagen, hast du ein operatives Vermögen, fällt 0% Erbschaftssteuer an, nur die Kinder oder die Ehefrau oder wer auch immer, der Begünstigte, muss es 5 und in manchen Fällen 7 Jahre lang fortführen, das Unternehmen. Ja, das ist jetzt bei der PV-Anlage kein Problem, weil die ist auf dem Dach und regt sich nicht und ist relativ einfach, weil ich brauche kein Personal. Das heißt, das kann ich ganz einfach fortführen. Das heißt, jemand, der 100 Millionen Euro Cash auf dem Konto hat und das auf seine Frau oder auf seinen Sohn übertragen würde, müsste dafür 30 Millionen Erbschaftssteuer zahlen. 30%, würde aber dafür eine Photovoltaikanlage kaufen, könnte er die 100 Millionen Photovoltaikanlagenwert auf die Kinder übertragen mit 0% Erbschaftssteuer. Nicht ganz, weil ich habe ja da eine Obergrenze. 26 Millionen. Genau. Und darüber hinaus kann ich aber immer noch steuerfrei über 26 Millionen geht auch, aber ab 26 Millionen muss das Kind nachweisen, dass es nicht die 30 Millionen Cash hat, um die 30 Millionen Erbschaftssteuer zu zahlen. Also es muss nachweisen, dass es kein freies Vermögen hat von 30 Millionen für die Erbschaftssteuer. Dann ginge das. Bei mehreren Kindern ist das natürlich leichter zu schaffen. Ne? Okay, das war ein Auszug, wie wir als Steuerberater in Photovoltaikanlagen investieren. Es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Gestaltungsmodelle. Wenn Sie sich für den Erwerb von Photovoltaikanlagen interessieren, anbei einmal unsere Kontaktdaten. Wir beraten Sie gerne beim Kauf. Viele Grüße und bis zum nächsten Video.